gesappert. Sehen wir. Puh, jetzt startet das Video erst. Ich werde wahnsinnig. Das hat ja eine ganz schöne Verzögerung, muss ich sagen. Ah, jo. Jetzt bin ich ja gespannt, ob noch ein paar Zuschauer dazu kommen. Weil ansonsten ist es ja richtig, richtig, richtig langweilig. 5. Oh, jetzt kommen sie. Jawohl, jawohl, jawohl. Jens, Bambi Blattfuß, bist du noch da? Jetzt muss ich wieder warten, wegen der Verzögerung. Der Waldemar 804, hallihallo. Ja, so Kaffee Cappuccino ist doch schon was. Ist doch was Feines. Jawohl, Arcade. Gleich den Kanal abonnieren, weil hier wird es Bauvideos dazu geben. Der Gerrit, hallihallo. Ah. Ja, jetzt warten wir noch kurz, bis noch ein paar Leute kommen. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt alle gut durch die Corona-Kacke-Krise gekommen. Mann, ich bin am Schneiden und dann gehst du live. Ja, so geht es mir doch auch immer. Video habe ich heute schon geschnitten, das lädt nebenbei hoch. Ist momentan bei 28%, das heißt noch knappe 3 Stunden hochladen. Ich glaube, das überlebe ich heute nicht mehr. Oder vielleicht doch. Naja. Ah. Schauen wir mal. Probier mal Schaschlik mit Essig. Waldemar, schau doch mal meine Schaschlik-Videos an. Nein, Gerrit, der reicht nicht mehr. Wenn Besuch kommt, muss man dem ja dann was bieten können, oder? Weil man kann ja nicht die ganze Zeit dann grillen. Man muss nebenbei dann auch mal ein bisschen zocken. So, dann fange ich mal so langsam zum Erzählen an. Servus. Barbecue aus Franken. Einen Arcade-Automat. Wo zum Beispiel Moon Patrol von früher drauf ist. Oder Street Fighter. Oder. Also die ganzen alten Spiele sollen auf der Kiste drauf sein. Sowie genauso Nintendo, Super Nintendo, Sega, Atari, Amiga, ach und was es nicht noch alles gegeben hat, C64-Spiele, das wird dann alles auf dem Ding drauf sein. Mhm. Wir haben es ja Szene, also das geht schon noch. Wegs Arbeiten morgen. Neo Geo, genau, das soll auch drauf. Ja. Und das Ganze ist eigentlich gar nicht so teuer, wie man denkt. Mhm. Man nehme einen ausgedienten Monitor. Man kauft ja sowieso des Öfteren mal einen neuen, größeren Monitor. Und ja, dann bleiben Monitore übrig. Am besten ein 19 Zöller. Viele verwenden an 4 zu 3. Ich nehme an 16 zu 9. Weil es sind bestimmt auch Spiele dabei, wo dann in die Breite gehen. Ja, der Bambi Blattfuß ist eh schuld. Der hat gesagt, es ist kein Problem, sowas zu bauen. Ja, und wenn man dann einen Monitor hat, ist der Rest gar kein Problem. Mit so einem
Raspberry Pi nennt sich das Ding, glaube ich. Wo haben wir es denn? Dass ich es vielleicht auch halbwegs richtig ausspreche. Raspberry Pi 4, den nehme ich dazu. Jo. Also wenn man sich das ganze Zeug zusammenkauft, ich sage jetzt mal zwischen 250 und 350 Euro ist man dabei. Dann hat man aber die komplette Technik. Dann braucht man bloß noch das Gehäuse außenrum. Ja, dann hat man gute Technik. Sehr gute Technik. Mit Bacon schmeckt alles besser. Richtig so. Ich habe zum Beispiel mir noch ein gebrauchtes Logitech-System dazu gekauft. Mit Subwoofer. Normal würden zwei so Lautsprecherle und so Mini-Endstufe reichen. Ausreichen. Aber ich will da ja was Gescheites haben. Gerrit, beantwortet das deine Frage? Ja, ich hoffe, dass der da mitspielt. Der hat mir zwar schon per WhatsApp einen Stinkefinger gezeigt, aber aus der Nummer wird er nicht rauskommen. Ansonsten wird er enterbt. Ja. Also, was ihr gerade gesehen habt, das waren die Baupläne, wo ich mal aus dem Internet rausgelassen habe. Und ja, Material habe ich soweit alles schon geordert. Das Einzige, was noch fehlt, ist halt Holz, Kleber, Schrauben, wobei ich da bestimmt noch einige habe, Farbe und Plexiglasscheibe und vielleicht vier Füße unten drunter, so Gleitfüße von der Möbel. Vielleicht finde ich da auch noch was Gebrauchtes irgendwo. Naja, ansonsten habe ich mir bestellt Platinenfüße, das Lautsprechersystem, den Raspberry, ja, das Netzteil dazu, ein Adapterkabel für den Monitor, einen fetten Lüfter auf den Raspberry. Also das wird der Hammer. Da werde ich auch in die Kiste ein Schaufenster reinmachen, dass man das Ding sieht. Hat wahrscheinlich keiner sonst. Ja, Schalter. Dann die Joysticks habe ich schon auch geordert. Ja, und so halt die Kleinigkeiten, was man dazu braucht. So viel ist es ja gar nicht. Was? Jetzt was kochen? Na dann viel Spaß, Waldemar. Jo, also Material ist geordert. Jetzt hoffe ich, dass der David mir den Holzzuschnitt macht. Und dann kann ich eigentlich schon loslegen. Ich bin jetzt bloß noch am Überlegen, ob ich mal noch eine Tastatur dazu auch noch gleich her tue. Weil dann könnte man das Teil ja auch, wenn das dann hinten steht und man beim Grillen ist, sozusagen als Multimedia-Konsole nehmen, also wo man dann auch Musik im Hintergrund laufen lassen kann, wenn man mal da hinten hockt oder so. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Jo, ich bin gespannt, wann du eine Spielhalle aufmachst. Die Automaten haben ja alle keinen Geldeinwurf, also eine Spielhalle verdiene ich nichts. YouTube-Videos, natürlich werde ich dazu Videos machen. Wieder Bastelvideos, extra Sparte. Ja, genau.
Aber der VPIN ist ja auch noch nicht ganz fertig. Da muss ich auch noch monitortechnisch versetzen, Änderungen vornehmen. Und dann wird der ja auch noch foliert. Also da wird es auch noch ein paar, ja, zwei, drei Videos vielleicht geben, wenn ich dazu endlich komme. Aber da ist ja Corona dazwischen gekommen. Ja, so dass ich mit meinen Foliermenschen, Folienmenschen, ja, mich mit dem nicht mehr treffen konnte. Nein, zur Unterhaltung in der Konsole zusätzlich zur Musik. Hä? Ach so, YouTube-Videos wird man da dann mit Sicherheit auch abspielen können. Das Ganze habe ich beim Pommesman gesehen. Oh, Barbecue aus Franken, das Sven muss ins Haierbettchen. Ich wünsche dir was, bist du wieder fit? Ach, die Patricia wieder. Hey, wir haben es erst 9:15, da gehe ich gewiss noch nicht ins Bett. Na klar geht es mir gut. Bis auf das, dass ich immer noch viel zu viel Kippen rauche. Aber bei einem guten Kaffee ist alles in Ordnung. Oh, scheiße. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, dass das Knie auch wieder ordentlich funktioniert hinterher. Und wenn es wieder fit bist und wir dürfen, kommst du auch endlich mal vorbei. Dann können wir eine Runde zocken. Jo. Ich würde sehr gerne schlafen, aber mein Nachbar ist zu laut. Also mich stört der Nachbar gar nicht. Und wenn er in der Nacht sägen würde, Holz sägen würde, würde mich auch nicht jucken. Ach nee, das sagen die ja von mir immer. Naja, oder so ähnlich. Jo. Auf alle Fälle wird das wieder ein richtig nettes Bastelprojekt. Ich werde natürlich nebenbei gucken, dass meine Grillvideos nicht zu kurz kommen. Jo. Oh, was hat das Ganze mit Grillen zu tun? Gar nichts, außer dass der Besuch dann zocken kann mit mir. Genau. Und Spaß macht's. Weil ich mache, was mir gefällt. Punkt. Jo. Ein paar Fragen werden. Wie läuft's auf Insta? Keine Ahnung, ich kenne mich mit dem scheiß Insta nicht aus. Ich kenne mich mit Instagram nicht aus. Zockst du auch auf alten Konsolen? Wir haben zwar hier noch eine Wii stehen, aber die steht schon ewig. Oben flackt noch eine uralte Sega-Konsole. Bei meinen Eltern auf dem Dachboden flackt noch mein alter C64, aber es hat sich alles im Sand verlaufen. Und alte Konsolen brauche ich ja dann im Prinzip nicht mehr, weil da ja alles dann auf der einen drauf ist. Meine Lieblingsgames kann ich dir ziemlich genau sagen. Ghosts, so, oder so, wie das geheißen hat. Das, wo der Ritter da durchmarschiert und die Skelette immer zusammenkloppen muss. Moon Patrol. Oh, wie hat das andere geheißen? Das Raumschiffspiel. Nicht Elite. Ja, da ist er ja, der Bambi, der wo schuld ist an allen. Jetzt fällt es mir gerade. Nee, nicht Asteroid. Wo die Haufen Viecher immer so schräg runterkommen
und man unten die nach oben abschießen muss. Und ganz am Schluss kommt das große Raumschiff. Nein, auch nicht Space Taxi. Nee, Phoenix. Phoenix, genau. Das war mein absoluter Klassiker. Jo. Was willst du denn da machen? Einen Arcade-Automaten bauen. Mit einem Raspberry Pi 4 als Recheneinheit. Da kommen die ganzen Spiele drauf. Einen schönen Monitor rein. Jo. Genau. Genau das soll es werden. Barbecue Friends, hallo zurück nach Österreich. Alexander, hallihallo. Jo. Und dann bin ich, glaube ich, mit der Spielegeschichte komplett ausgestattet. Natürlich für zwei Player. Alles andere wäre ja langweilig. Weil alleine zocken kann man immer. Aber wenn ein zweiter dazu kommt, muss der ja auch mitspielen können. Besonders bei Street Fighter. Nein, ich meine nicht Space Invader. Das war das andere, was mir so gut gefallen hat. Space Invader war das, wo die Blöcke nebeneinander sind. Ich glaube, vier oder fünf Stück und wo, unter denen man sich verstecken konnte. Oder dann auch die Raumschiffe runterkommen. Ich meine, Phoenix. Plattfuß, da bist du noch zu jung, um die ganzen Spiele so gut zu kennen. Aber es reicht, wenn er sich mit der Installiererei sehr gut auskennt. Ja, Oberpfalz Barbecue, hallihallo. Ja, ich weiß von nix, ja. Bambi Blattfuß ist die arme Sau, wo von mir dauernd genervt wird. Wix installieren, etc. etc. pp. Ja, die Ente von der Kugel habe ich die nicht erst gemacht. Doch, ich habe doch letztens erst eine Ente gemacht. Moment. Oder war das der Gockel? Jetzt muss ich gucken. Nee, dann liegt die Ente noch in der Gefriere. Oder? Bin jetzt ganz blöd. Natürlich bin ich mit der Krakota noch zufrieden. Video 426. Habe ich doch eine Ente am Spieß gehabt auf der Kugel. Genau, gerade eben habe ich es gefunden. Also, Ente am Spieß, haben wir gehabt, in der Kugel. Den Raptorodactus. Und die war so lecker, die Ente. Ja. Barbecue Friends für richtige Arcade Games, bin ich wohl zu jung. Ja, das Ganze hat sich dann irgendwann einmal mit der Jahre im Sand verlaufen. War klar, jeder hat dann einen Heimcomputer gehabt, einen C64, dann später Atari ST oder ein Amiga. Und dann war an diesen Automaten nicht mehr so viel los. Ja, International Karate, genau. Das war auch noch geil. Das ist dann aber was man lieber zu zweit spielt, gegeneinander. Ja. Ich bin mit einer Atari aufgewachsen, eine Atari 2600. Das Nor Neko. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ah, Grüße aus Garmisch. Gehe natürlich wieder ganz freundlich zurück. Ja. Dazu muss ich sagen, Atari 2600
Ich glaube, das erste oder zweite Jahr, wo das rausgekommen ist, haben das uns oder haben das meine Eltern gekauft damals. Also da war ich noch ein ganz kleiner Stöpsel. Und damals ist sogar noch mein Vater mit dran gehockt an dem Ding. Leute, ich sag's euch, der hat Pac-Man gezockt wie kein anderer. Das habe ich nie geschafft, so gut Pac-Man zu spielen wie mein Vater. Unglaublich. Ja, und fürs Atari 2600 habe ich viele, viele, viele Spiele gehabt, bis ich es irgendwann ja, verkauft hatte. Natürlich geht mein Flipper. Warum sollte er denn nicht gehen? Schöne Grüße aus Erzen in Niedersachsen. Hallihallo. Aber wenn man so beobachtet, die Leute, wo in ihren Foren oder Baublocks haben über Flipper oder Arcade, haben die das eine, bauen die sich auch das andere. Ja, und ich habe halt jetzt zuerst einen Flipper gebaut und jetzt baue ich mal so eine Arcade-Maschine. Warum? Ich habe einfach Bock drauf. Ich habe jetzt eine ganze Zeit diese kleinen Retro-Konsolen beobachtet, wo die ganzen Spiele mit dabei sind. Und naja, wenn man sich da eine aussucht, wo wirklich alles drauf ist. Moment. Irgendwo habe ich die. Die Retro-Gaming-Konsole nennt die sich. So, und jetzt haltet euch fest. Ich drehe mal die Cam. Na, kostet diese Retro-Gaming-Konsole, also ein Raspberry Pi mit diesen 45.000 Spielen, kostet 299,80 €. Und dann kann man die natürlich noch ja, die anderen Gehäuse auswählen, da bleibt der Preis gleich. Aber das ist dann bloß für einen Spieler, wenn man dann für mehrere Spieler die Pads dazu nimmt, kostet es dann halt gleich mehr. Nehmen wir mal den dazu. Das ist noch schon bei 309 € für zwei Spieler. Also, das Ding habe ich jetzt schon eine ganze Weile beobachtet und immer wieder gegrübelt. Und eben, genau das ist es. Und gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt und habe dann gesagt, Besonders nachdem der Bambi Plattfuß, der Jens, gesagt hat, war doch so ein Ding selber, so teuer ist es gar nicht. Dann habe ich nämlich das Nachforschen. Jörg Roll, ich komme gleich dazu. Habe ich zum Nachforschen angefangen, habe mir das Ganze angeschaut. Naja, und jetzt bastel ich halt. Und wenn man jetzt überlegt, meine komplette Technik, alles drum und dran, bin ich, ja, wahrscheinlich kaufe ich jetzt doch noch eine Tastatur. Nein, das wird der Raspberry, der Pi nicht ganz packen. Wenn ich jetzt eben noch eine Tastatur dazu kaufe, dann bin ich maximal mit der Gesamtkosten von der Technik bei 350 €. Also macht es
mehr Sinn, als so ein komisches, fertiges Teil zu kaufen. Da müssen wir halt ja, die ganzen Spiele selber ziehen und ja, es steckt halt ein bisschen Arbeit dahinter. Ich hoffe, die ganzen Dinge gibt es dann als Pakete zum Runterladen, aber das kommt alles später. Jetzt warte ich erstmal ja, auf die Teile. So, also der Jörg wollte wissen, was ich eigentlich beruflich mache. Ich bin gelernter Kfz-Mechaniker, mittlerweile im LKW-Bereich tätig, das heißt Auflieger. Die Anhänger, was hinterm LKW dranhängen, große, die muss ich warten und instand setzen. Das ist mein Job in der großen Spedition. Jo. Jo. AZIK, schau dir doch die VPIN-Videos von mir an. Da zeige ich und sage ich auch, was bei mir in dem Flipper drin hängt. Also für so einen Flipper braucht man schon etwas Leistung. Hä? Das heißt, du machst Größe Leberkäswecken. Erstens heißt es Leberkäs-Semmel und nicht wecken. Und was meinst du damit? Ja. Jo. Genau. Semmel. Ab und zu Fleischpflanzl. Oh. Ah, jetzt. Ah, jetzt, genau. Ja, und Ketchup mit dazu. Ich finde dich wirklich sympathisch und authentisch. Das bin ich doch auch. Ja. Ja, es muss authentisch sein. Also, ich stelle auch nichts in meinen Videos. So wie es kommt, so kommt. Und das. Seht ihr auch in dem Video, was ich gerade hochlade? Ich verrate mal den Titel: Ein Zigeunerwursttopf auf einfache Art aus dem Dutch Oven. Video 445. Ja, das ist am Hochladen. Ja. Du kannst immer dir irgendwas wünschen und in die Kommentare schreiben. Manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht. Jo. So wie mit der Ente vom Grill. Die habe ich dann doch noch gemacht. Ja, aber die war da auch schon geplant. Das zum Beispiel, Leute, ist der Lüfter, den ich mir Raspberry gekauft habe. Sieht doch geil aus, oder? Bambi Plattfuß hat natürlich gemeint, ich muss es wieder übertreiben, aber ja, muss ich. Also mir hat das Ding einfach optisch so gut gefallen, dass ich da dann ein Schaufenster daneben macht, wo man das Ding sieht. Man soll ruhig die Technik auch sehen im Automaten. Jo. Mit wieder viel LEDs im Gehäuse. Nein, im Gehäuse wird da eigentlich bloß oben drüber beleuchtet sein. Und halt dann der Lüfter von dem Raspberry. Sven, gut's Nächtle. Der Andreas Rieger aus Salzburg ist auch da. Hallihallo.
Nee, also ich glaube, da braucht man nicht im Gehäuse noch zusätzlich viel Beleuchtung. Das hat's. Das, ich weiß es nicht. Nee, 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 ich glaube nicht. Das würden auch dann schon wieder viel zu viele Extrakosten verursachen. Das reicht schon, dass ich dann oben drüber, weil da kommt ja dann so, ja, so eine durchsichtige Scheibe rein, eine Plexiglasscheibe, und da kommt dann eine Aufschrift drauf. Und die ist natürlich hinterleuchtet, so wie sie halt früher waren, die Arcade-Automaten, so ungefähr. Die Knöpfe sind beleuchtet und das Marquis. Was heißt Marquis? Ach, das ist das Ding, was oben ist. Wir haben drei Katzen, ja. Rainer. Ja, und Car-Barbecue, genau. Wie du gehst schön ins Bett. Ist ja furchtbar. So früh. Oh. Patricia als Gehilfin beim PC-Basteln wäre ja auch nett. Wieso macht die sich denn so rein in letzter Zeit? Ja, das Mädel ist auch systemrelevant in der Pflege im Krankenhaus. Und meistens, wenn ich ein Video mache oder was, ist die gerade aus dem Bett rausgehüpft oder kurz davor und sie fühlt sich dann nicht kameragerecht. Also, ja. Und wenn ich sie so einmal erwische mit der Cam dann schimpft sie schon immer. Hey, Genosse unserem Handwerks. Ja. Also, wenn Patricia mit Nei kommt ins Video, dann ist es so. Und wenn nicht. Also, wie gesagt, wir stellen nichts. Ab und zu ist sie dabei und dann wieder nicht. So einfach ist es. So, morgen kommt jetzt der David vorbei. Und dann werde ich den so lange schütteln, bis er mir zusagt, dass er das Gehäuse mir bastelt. Zumindest die Teile zuschneidet, weil zusammenschrauben werde ich das definitiv selber dieses Mal. Marine Schulze. Gruß aus Sachsen. Jut ist mal wieder da. Hallihallo. Scheiß Raucherhusten. Jo. Nee, aber das ist jetzt was. Ich wollte es eigentlich nicht bauen. Damals, wo ich den Wiepin ja angefangen habe, habe ich das schon im Hinterkopf gehabt und dann habe ich mir gedacht, nee, nee, nee. Aber mich hat es jetzt doch gepackt, das zu bauen. Ah, ja, Jens, ich weiß, ich wollte aufhören mit dem Scheiß. Wollen und können und machen ist immer zweierlei. Das ist ja das Problem. Hallo Kasimir, hä? Guck mal, du bist im Fernsehen. Kasimir, du bist im Fernsehen. Jo. Heinrich, ich wünsch dir was. Gutes Nächtle. Was mir noch einfällt, an wie Bambi Plattfuß, du Weichei, war ja zuletzt auch öfters mal die Frage kam, wechseln VPN-Shop, weil man da nichts mehr nachschauen konnte. Der hat wieder offen.
Also der Weepin-Shop, wo ich meine ganzen Flipper-Teile her habe, ist wieder online. Jo. 3:30 Uhr, ja. Wann muss ich ra raus? Um 6. Reicht auch. Scheißdreck. Ich will gar nicht so früh aufstehen. Ich muss mein Video weiterschneiden. Oh, Mimimi, Gerrit, Mimimi. Ein kleiner Mimimi, Gerrit. Oh. Mei, 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 mei. Also, nochmal zurück zum Automaten. Ich werde definitiv bauen anfangen. Ich hoffe, dass die nächsten ein, zwei Wochen die ganzen Teile kommen. Ja, und dass der David mir das Holzzeugsel macht. Ansonsten müsste ich das selber bauen. Aber ich glaube, das wäre dann im Prinzip auch nicht das Problem. Gerrit, du Weichei. Mi, 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 mi. So geht es. Manuel Schäfer, natürlich hast du viel verpasst. Über eine halbe Stunde quassel ich mir hier jetzt schon den Mund fusselig. Ja. Also ich habe erzählt, was ich bauen will, was mich der ganze Spaß kosten wird in etwa, beziehungsweise was es bis jetzt kostet hat, was ich verbaue und so weiter und so fort. Und ich werde jede Menge Spaß haben. Und bestimmt wieder viele graue Haare kriegen. Besonders der Bambi Blattfuß, wenn ich den dann wechsle, ist der Lehrerei nervt. Aber der hat gesagt, dass der Raspberry, oder ach, wie man das Ding halt ausspricht, eigentlich gar kein Problem darstellt, das zu installieren. Na, da bin ich ja gespannt. Da bin ich echt gespannt. Jo. Zebion32, hallihallo. Ja, da habe ich mir eben Maße ausgedruckt, ein klein bisschen abgeändert auf meine persönliche Bedürfnisse. So soll das Ding ungefähr von der Seite ausschauen. Bloß hier wird er von der Maße etwas höher werden, dass das ganze Ding noch ein bisschen nach oben kommt. Ja, aber ansonsten eigentlich so wie auf dem Plan. Und da oben drin dann, in dem oberen Teil hier, da kommt eben dann eine Scheibe rein. Alexander, meinst du überhaupt? Gut, die Technik, alleine, wenn ich ja mit Tastatur etc. pp. In der gehobenen Klasse 350 Euro. Ja, sagen wir 350 Euro, da ist dann noch eine Funktastatur dabei. Und gut ist. Und dann brauchen wir halt noch Holz- und Gehäusegeschichte. Das kommt dann noch extra. Aber gut, wenn man das dann mit dieser Moment Retro Gaming Konsole vergleicht, die es da zum Kaufen gibt, wo im Prinzip auch bloß der Raspberry Pi drin steckt, ja, ist das Ganze doch günstig. Weil ich kann dann an dem Automaten, gut, das Ding kann man dann am Fernseher anschließen. Könnte ich auch machen.
Und ja, aber ich will eben einen schönen Standautomaten haben, der fest dran steht, wo man zwei Joysticks nebeneinander hat und ja, gut ist. Der Gasgrill vom Aldi Lidl 800 Grad, ich denke, sie funktionieren. Herausragend sind die nicht, aber sie funktionieren und für das Geld ist eigentlich nichts sie. Jo. Genau so schaut's aus. Jo. Ach so. Und warum ich eigentlich gleich schon auf 350 Euro bin, ich übertreibe natürlich wieder ein bisschen. Ich muss mir mal wieder gleich einen richtig geilen Lüfter dazu kaufen. Anstatt ein einfaches Gehäuse mit passiven Lüftern oder so, was eigentlich auch ausgereicht hätte, aber ich finde, das Ding sieht geil aus. Warum nicht, wenn man die Möglichkeit dazu hat? Ja gut, kostet auch bloß 26 Euro. Aber hier 26 Euro, da 10 Euro, hier 15 Euro. Das summiert sich auch. Monitor ist natürlich nicht dabei. Den hat man einfach noch rumliegen. Hinten. Der, was eigentlich ursprünglich geplant wäre für meinen Flipper als Backmonitor, weil ursprünglich wollte ich ja den Monitor, was ich am Flipper hinten dran habe, den 32 Zöller, als Spielfeld nehmen. Naja, alles anders gekommen, also war der Monitor frei jetzt noch da hinten und naja, bevor er sich da hinten einen abschimmelt, verbaue ich den halt. Jo, so schaut's aus. Ja, auf alle Fälle wird es da wieder ein paar Bastelvideos geben. Also irgendwie freue ich mich schon drauf. Ich habe zwar jetzt noch jede Menge andere Sachen zum Erledigen, aber ich denke, ja, so Mitte, Ende Mai hoffe ich doch, dass ich dann mit dem Ding anfangen kann. Ja, doch, sollte man hinbekommen. Ende Mai fange ich mit dem Bauen an. Also das zieht sich dann natürlich auch wieder ein bisschen hin, bis ich dann soweit bin. Aber ich denke, das wird werden. Und warum ich es jetzt noch gemacht habe, angefangen habe, damit waren Videos von Pommes Man. Da bin ich zufällig auf den seinen Zweitkanal gestoßen und da habe ich dann auch gesehen, dass der so ein Ding gebaut hat. Ja, und eben auch, dass der das als Multimedia-Konsole noch zusätzlich verwenden kann. Ja, dass er da Videos abspielen kann und Musik abspielen kann. Sprich über YouTube. Was ist ein Arcade-Automat? Ich werde wahnsinnig. Moment, ich hole da mal einen her. Bilder. Deswegen, das zum Beispiel ist ein Arcade-Automat. Das sind natürlich jetzt auch so Nachbauten. Hier. Aber so im Prinzip soll das Ding dann aussehen. Zwei Joysticks, Monitor, oben beleuchtet. Ja, Kassentürchen werde ich natürlich keins drin haben, aber dafür ein Schaufenster, wo man den Raspberry sehen kann. Jo, genau.
Ne, baue ich mal lieber selber. Oder? Für einen Bruchteil von der Kohle. Oh, die sind ja verrückt. Ein ehemaliger Arbeitskollege hat den ganzen Keller davon von voll. Ja. Na, Originale sind ja auch geil. Aber auf dem Originalen hast du halt immer nur ein Spiel drauf. Das ist ja das, was mich auch am Flipper so gereizt hat. An dem virtuellen Flipper, dass ich da mehrere drauf habe. An normalen Flipper, also einen originalen Flipper, hätte ich mir wahrscheinlich nie hergestellt. Zum einen wartungsintensiv, ja, und zum anderen immer nur dasselbe Spiel drauf. Nee, nee, nee. Ja. Und so hat man halt ganz, ganz, ganz viele Spiele drauf, wo man niemals alle durchspielen kann. Es wird mit Sicherheit dann ein paar Favoriten geben und ja, fertig. Aber man muss es haben. Ja. Ja, es sei denn, man hat Platz und dann etliche davon. Das stimmt natürlich auch wieder. Aber wer hat schon so viel Platz? So richtig viel Platz. So dass man sich so mindestens 50 Flipper hinstellen kann. Und was die kosten? Hast du mal geschaut, was Flipper im guten Zustand kostet? Nee. Da baut man sich leicht einen V-Pin davon dafür. Das sage ich da. Der Tobi ist auch mal wieder da. Tobi? Da baust du einfacher einen mit einem Raspberry Pi und fertig. Bastian, ich glaube RetroPie wird drauf kommen. Ja. Tobi, kein Platz für sowas. Platz ist in der kleinsten Hütte. Du kannst so einen Arcade-Automaten auch als Tischversion bauen in Mini. Die ganze Technik, das wäre alles, was du für die Technik brauchst am Platz. Ja. Müsste ich ja eins von meinen Autos oder von meinen Dutzend Motorrädern wegtun. Also Tobi, wenn du eine Hornet dabei stehen hast, dann nehme ich die dir ab. Huch, du wirst dich doch nicht rasieren. Ab und zu? Ganz selten, aber. Ab und zu passiert es schon. So. Oh, Leute, ich glaube, ich gehe jetzt eine Stufen. Kannst du einfach dein Pi benutzen, Software drauf und zwei Bläser anschließen und Spaß haben. Kann man natürlich auch machen. Und dann einfach am Fernseher anschließen. Geht genauso. Aber wie gesagt, bevor ich mir hier jetzt so eine fertige Konsole für 300 Euro kaufe, machen wir das lieber selber. Und ich wollte halt einfach einen Standautomat haben. Ja. Was will ich mit dem 6N GTI? Ich habe einen 6N 218T. Ist viel, viel besser. Weil viel, viel schneller.
Und viel haltbar. So. Und jetzt probiere ich euch eins vor. Ich weiß, ich soll's rauchen aufhören. Bla bla bla, ist mir jetzt wurscht. Ja, Geldspielautomaten habe ich auch noch rumstehen. Also ich habe dann eigentlich alles, was ich möchte oder was ich brauche zum Glücklichsein. Fehlt bloß noch die Leinwand, das Soundsystem und der Beamer. Ach scheiße, es liegt ja oben. Ja. Ja, eigentlich wollte ich mir ja irgendwann auch noch ein Heimkino bauen, aber da fehlt mir eigentlich irgendwo der Platz dazu. Die Kids sind zwar ausgezogen, aber so richtig oben in die Zimmer das Zeug rein zu basteln, na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und ich mache es einfach mal, wenn Schatz in der Arbeit ist. Ja. Dann gibt es noch ein Heimkino. Schöne große Leinwand. Mein Beamer hinhängen. Ein DVD-Rekorder dazu. Ist so ein schallisolierten Raum. Das ist doch mir was, wenn das die Nachbarn hören. Die dürfen ruhig wissen, was ich angucke. Also selbst dafür hätte ich alles da. Wir haben auch schon in der Werkstatt Videoabend gemacht mit der Leinwand. Habe ich damals sogar fett gegrillt dazu. Pulled Pork. War das gut. Also es hat alles irgendwie irgendwo was mit Grillen zu tun. Du meinst, es ist dann blöd, wenn die Nachbarn mit der Lederpeitsche dran stehen und mitmachen wollen? Ja, mein Liebling. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn der endlich fertig ist. Wenn Folie kommt und so. Aber da muss auch erst die ganze Corona-Geschichte vorbei sein, dass ich mit meinem Folienfuzzi das Design ausarbeiten kann. Weil das soll ja was ganz Spezielles auch werden. Und wenn alles glatt läuft, kann er dann für den Arcade-Automaten auch gleich was machen. Haha. Ja, solange ich mich dann mit dem einmal zusammenhocken kann, ist mir das wurscht. Oh, 5 Wochen Urlaub, feine Sache. Ich wünsche dir was, Tobi. Gutes Nächtle. Und ich hoffe, dass es du dann auch einmal ermöglicht, vorbeizukommen. Und die da gerade machen, ermöglicht eine neue Welle der Ansteckung. Tja, mei. Na, das hoffe ich doch schwer, dass sich das mal einrichten lässt. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe eigentlich gehofft, dass ein paar mehr Fragen kommen und oder so, aber wieder nichts, wieder nichts. Jetzt habe ich extra mal ein Thema rausgesucht zum Auf alle Fälle. Jetzt habe ich extra ein Thema rausgesucht für Live-Video und kommen wieder keine Fragen. Mei, 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 mei. Was, Jan, gehst du auch? Gutes Nächtle.
Nee, aber das wird dann, glaube ich, dann wirklich. Hast mittlerweile mal einen Messschieber, der was taugt? Nein, habe ich immer noch nicht. Und den digitalen, was ich habe, der ist irgendwie auch Müll. Gibt's was Neues zu GMF? Keine Ahnung. Der Professor hofft nach wie vor, genau wie ich, dass es stattfindet. Aber direkt was Neues kann ich jetzt so nicht verlauten lassen. Wir hoffen immer noch. Hätte es halt damals in den 1990er bei mir im Laden anscheinend kaufen sollen. Nee, also normale Messschieber habe ich ja zwei Stück, die funktionieren. Schieblehre. So, ausgeraucht. So, ich werde mir jetzt noch genüsslich eine Folge vor. Ja, jetzt geht's wieder. Hallo. Geht doch, geht doch, geht doch. So. Ja, das nächste größere Projekt, was ich vorhab, ist eben der Arcade-Automat. Und dann irgendwann einmal werde ich noch was mit der V2A-Röhre basteln. Das ist dann ein Grillprojekt. Das wird auch noch kommen. Definitiv wird das kommen. Ja. Da wird dann wieder geschweißt und geflext und gebohrt und hinterher eingefeuert und eingeheizt. Ja, wollte ich eigentlich auch noch machen dieses Jahr, dieses Projekt. Ja. Aber da sind halt auch noch ein paar Sachen dazwischen. Boah. Mein Auto muss ich auch noch komplett machen. Der rostet mittlerweile auch an ein paar Ecken. Ach Gott. Leute, ich hätte Arbeit, dass ich eigentlich daheim bleiben könnte. Mir heißt es immer noch Schieblehre. Oh ja, Steffen, musst du von Anfang an dann angucken. Jo, okay. Obwohl, die Minute machen wir jetzt noch voll auf die Stunde, bevor wir dann Feierabend machen. Ja, genau. So machen wir das. Also es sind einige Projekte noch geplant. Und natürlich zwischendrin viel Grillen. So, wie lange dauert das Video jetzt noch? Immer noch 2 Stunden 24. Oh, ich glaube, ich habe die Leitung mit dem Livestream blockiert. Kann das sein? Dann wird es Zeit, dass ich den Livestream beende, dass das Video schneller hochlädt. Tut mir leid. Barbecue, seit 5 Jahren. Okay. Mein Ausbilder hatte mir zehnmal in den Arsch getreten. Hätte mir zehnmal in den Arsch getreten. Jawohl. Okay, Leute, das war's dann. Ich bin raus. Ja, und gibt's noch ein paar Daumen nach oben. Dafür, dass ich mal wieder live war. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Und. Wo geht es jetzt aus? Hier. Also dann, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Ja, entweder heute Nacht oder dann morgen Abend nach der Arbeit, wenn ich das Video freischalte. Niam.